Auch das nächste Team hat sich mit Gaming beschäftigt. Die Gruppe heißt Anti-Cheat. Kommt mal auf die Bühne. Und zwar Markus, Johannes und Lenny. Und zwar geht es da eher um die Problematik beim Gaming. Und zwar digitales Doping. Und zwar, wenn man beim Gaming schummelt im digitalen Bereich, dann nennt man das auch Cheaten. Und die drei haben eine ganz anspruchsvolle Lösung gefunden, wie man das sozusagen verhindern kann. Und wie das genau passiert, erzählt ihr drei jetzt. Eigentlich muss ich vorher aus rechtlichen Gründen eine kleine Inhaltswarnung ausgeben. Okay, ich nehme mein Mikrofon. Und zwar werden in der folgenden Präsentation eine Waffe sichtbar. Also, falls wer damit nicht um kann, bitte einmal Augen zu halten in diesem Moment. also kommen wir einmal zu unserer Hauptpräsentation. Und zwar geht es, unser Hauptslogan ist Cheat an die Wand. Wir haben ein Anti-Cheat entwickelt und zwar geht es darum, worum geht es überhaupt erstmal bei dem Slogan? Beziehungsweise, woher kommt Ihre Aussage, was ist das Problem und welche möglichen Lösungen gibt es? Das wollen wir euch in der folgenden Präsentation einmal vorstellen und unser Prototypen dann auch einmal vorstellen. So, einmal grundlegend, der Begriff kommt aus dem E-Sport. Das Ganze setzt sich zusammen aus elektronischer Sport. Und zwar ist dies häufig vertreten in entweder asiatischen Spielen, das heißt, es gibt zwei Teams, die bekämpfen sich auf einer flachen Ebene gegeneinander, beziehungsweise aus dem Bereich des Ego-Shooter. Und zwar sind mittlerweile diese Turniere relativ groß und es gibt mittlerweile auch bei den meisten Turnieren Preisgelder im Millionenbereich, weshalb man auch das Fairplay natürlich sichern möchte, weil mittlerweile kommt vermehrt ein sogenannter Aimbot zum Einsatz. Das ist eine Zielhilfe für den Spieler. Das können wir gleich im folgenden Ausschnitt demonstrieren. Das ist für die Leute dann auch immer, die das nicht abkönnen, Augen zu halten. Und ja, das werden wir hier einmal demonstrieren. Und zwar wurde in dem folgenden Video die Maus kein bisschen bewegt. Und zwar ist das Ganze, indem man eine Taste gedrückt hält, zieht dieses Programm auf die Köpfe bzw. auf die gegnerischen Spieler, ohne dass man eigentlich selber eine Interaktion dazu hat. Ja, wir haben uns jetzt eine Lösung überlegt, wir haben uns überlegt, dass es eigentlich schon Systeme gibt, die sowas verhindern sollen. Es gibt Systeme, die sollen verhindern, dass eben gecheatet wird. Das ist aber meist auch basierend, dass irgendwo serverseitig irgendwas kontrolliert wird oder im Client irgendwas läuft und das ist so, dass das auch bisher sehr leicht manipulierbar ist. Und um eben das eben auch etwas schwieriger manipulierbar zu machen, haben wir uns überlegt, statt in dem System etwas zu verändern, fügen wir dem System etwas außerhalb hinzu, eben think out of the box. Und zwar das Ganze funktioniert so, indem die Maus geht in einen Mikrocontroller rein, dieser leitet das Signal direkt weiter über einen anderen Mikrocontroller an den Computer. Also wird es wie eine Maus gehandelt, aber die Daten werden abgefangen und mit den Daten vom Spiel verglichen. Also wenn das Spiel anders reagiert als die Maus, wird halt gemeldet, dass ein Fehler ist und man cheatet oder halt schummelt im Spiel. Genau. Das Ganze sieht eben im großen Aufbau so aus. Können wir mal kurz umschalten? Die haben eben zur Hardware einen Raspberry Pi genommen, auf dem läuft Code, den vor allem er geschrieben hat. Das ist eben, und das Ganze wird weitergeleitet an einen anderen Controller, der hier unten links ist, ist ein Arduino, der fällt sich wie eine Maus. Probleme bei dem Ganzen oder Hürden, die wir bei dem Projekt eben stellen mussten, war zum Beispiel, wie kommen wir an die Kommandos der Maus ran, die sie eben abgibt und wie sorgen wir dafür, dass sich der Arduino wie eine Maus verhält. Und dann ist noch sowas dabei wie Latenz, das heißt, wenn man eben sowas zwischenbaut, möchte man eigentlich keine Latenz haben. Und wie kommen wir dann an diese ganzen Dinge ran? Wie kontrollieren wir das? Und jetzt können wir zum Beispiel mal kurz demonstrieren. Hier unten sieht man ein kleines LCD. Und wenn man die Maus bewegt, dann sieht man, dass sich Werte auf dem LCD verändern. Und das sind Geschwindigkeitswerte der Maus. Das, und
Jetzt muss man dazu sagen, das LCD stellt es etwas langsamer dar, als es in Echtzeit ist, da sonst das LCD einfach flackern würde, weil die Maus sich so oft und so schnell bewegt. Und das können wir auch mal kurz an Rechner demonstrieren. Dass wirklich keine Latenz erzeugt. Ja, also wir haben hier die Maus und ich bewege sie momentan und das läuft wirklich durch den gesamten Apparat zum PC hin. Und an sich ist keine Latenz erkennbar. Und jetzt kann man sagen, okay, was bringt denn das? Wir haben jetzt eben mitten im Kabel quasi eine Schnittstelle, wo wir die Daten abgreifen können, ungefiltert, unverändert. Und am Ende können wir eben die Daten, die direkt von der Maus kommen, die echten Daten von der Maus mit den Daten, die im Spiel passieren, abgleichen und somit validieren. Ja. Yes. Gibt es dazu Fragen? Nein? Okay. Eine Frage. Okay. Habt ihr konkrete Werte, also Zeitangaben für eure Latenz? Also wir haben ungefähr errechnet, dass sich die Latenz auf maximal bis zu 5 Millisekunden verhält. Also das ist relativ geringfügig gehalten. Und damit ist es aufgrund dessen, dass wir können halt einen User nicht zwingen, wenn er zu Hause das Spiel spielt, zum Beispiel unsere Gerätschaft zu nutzen, aber gerade auf größeren Turnieren, wo die Hardware eh gestellt wird, ist es möglich, dass sie dies einsetzen. Und aufgrund dessen, dass jeder diese 5 Millisekunden extra hat, ist es dann auch wieder ein ausgeglichenes Verhältnis. Jo, danke. Ja, wir haben es auch mal getestet, es fällt im Spiel und auch bei der Nutzung eigentlich kaum auf. Also das kann man auch gerne nachher mal zeigen am Computer. Das ist wirklich, ich merke. Ich bin total beeindruckt. Ich sehe nur ganz viele Kabel und Leuchten und...